Gut, dann würde ich sagen, Leute, wir haben 22.41 Uhr. Wir waren jetzt hier so in kleiner Runde unterwegs. Bei mir im Häuschen ist aber nicht schlimm. Man muss ja nicht immer die Hütte voll haben. Und freut mich trotzdem, dass ihr hier da wart. Also, Sils war am Start gewesen. Jolly natürlich. Die Melitos, der Gizzard. Lucy Moondust, Digi-Steam, der als Geist nun hier rumwandert. Oh Gott. Und Penelo ist auch am Start. Also, vielen Dank, dass ihr hier wart. So kurzfristig. So holter die Bolter. Und jetzt würde ich sagen, begeben wir uns jetzt zur Hochzeit von der Jolly. Denn sie wird jetzt gleich heiraten. Und die ist auch schon ganz nervös, ich weiß es. Und das heißt, wir müssen uns jetzt alle Richtung... Warte. Ostwald. Teleportier. Nee, nicht Ostwald. Quatsch. Doch, Ostwald, oder? Nee. Tieferwald, glaube ich. Ich glaube Tieferwald, ich schau mal. Ah ja, vorher muss ich mir noch... was mitnehmen. Ein bisschen Alkohol. Also es ist nicht um die Hochzeit zu ertragen, sondern um es zu zelebrieren. So, warte. Kurz Gehilfen mal anquatschen. So, ich habe hier nämlich ein paar Böller, ein bisschen Alkohol. Also jetzt nur Ingame-Alkohol, keine Sorge, Leute. Das heißt, wir nehmen davon ein bisschen mit hiervon. Ich glaube, das sollte reichen. Passt. Auf geht's. Ostwald, genau. Es geht doch zum Ostwald. Und nochmal der Aufruf, Leute, wenn ihr noch nicht einer Hochzeit beigewohnt war, falls ihr bei einer Hochzeit noch nicht wart hier, im Spiel Final Fantasy 14 und auf dem Server Shiva unterwegs seid, kommt vorbei. Ostwald oben zur Kathedrale und die Jolly, die gleich heiraten wird, hat noch 24 Einladungen zu vergeben. Und falls ihr leider nicht auf dem Server Shiva unterwegs seid, dann könnt ihr es mit live jetzt hier miterleben. Gut. Der Onkels ist auch da. Ist auch gerade am Start. Mensch, Onkels, ein bisschen spät dran. Was ist los bei dir? Bist du sehr schwer beschäftigt gewesen. Aber freue mich natürlich, dass du auch da am Start bist. Also, Onkels, mach's dir noch gemütlich. Wir werden noch so ungefähr bis 24 Uhr streamen. Du weißt ja, wie der Hase läuft. Und falls du auch der Hochzeit von der Jolly beiwohnen möchtest, nochmal kurz erwähnt. Die heiratet gleich. Also komm gerne zum Ostwald hier, wo wir gerade gleich stehen werden. Um 23 Uhr geht's los. So, Climax hat auch geschrieben, oh mein Gott, starke Verzögerung im Twitch, muss mal neu laden. Ja, das kann passieren. Ja, an sich ist eine 30-sekundige Verzögerung normal. Alles, was drüber ist, sollte nicht sein. So. Also, auf geht es. Da stehen schon ein paar Leute, das freut mich. Das freut ja nicht nur mich, sondern auch die Jolly. Cyborg natürlich auch. Perfekt. So. Einmal abmounten. Und mal schauen, wer noch so vorbeischneit. Sehr schön. Gut. Leider bin ich nicht dazu gekommen, mich irgendwie noch ein bisschen festlicher anzuziehen. Ich weiß nicht. Ich kann ja auch vielleicht als Schweinchen gehen. So als Glücksschwein. Was haltet ihr davon? Das kann Jolly und Cyber dürfen es entscheiden. Soll ich als Glücksschwein irgendwie herhalten? Damit eure Ehe lange halten wird. Oder, was denkt ihr? Oder passt das nicht? Ich kann mich auch wieder normal anziehen, wie du möchtest. Also, das könnt ihr in meinen Chat reinschreiben gerne. Also, soll ich als Glücksschwein mitgehen oder nicht? So. Gut. Tipp. So, Sternchen schreit förmlich im Twitch-Chat. Ja! Und Cyborg sagt, oder nackt? Nein, nackt wirst du mich nicht sehen. Da haben wir doch schon hier Digi-Steam am Start. Ja? Also Digi-Steam ist ja eher so der Typ, der gerne mal freizügig unterwegs ist. Wobei selbst jetzt, jetzt hat er gerade ein bisschen was angezogen, hier unser Digi. Ja, das ist ja wenigstens, das passt wenigstens, sehr gut. Also Digi-Steam hat was an, das passt. Da gehe ich als Schweinchen und dann werde ich euch Glück bringen. So, ich bringe euch Glück. So, ich zeige nochmal kurz hier auf der Karte, wo das stattfindet. Viele Leute nicht wussten, wo dann so eine Kathedrale sich befindet und wo die Hochzeiten stattfinden. Wie gesagt, im Ostwald, Koordinaten X17, Y15. Dort wird geheiratet. Kommt vorbei. Wir haben noch Viertelstunde Zeit. So, gut. So, Sternchen hat geschrieben, wir haben gesagt, jeder darf so angezogen kommen, wie er möchte. Die Hochzeit wird ein bisschen creepy. Ja, ist doch sehr schön. Das heißt, alles ein bisschen lockerer, nicht so förmlich.
An der Stelle auch die Frage an euch beide, Sternchen und Cyborg, die jetzt heiraten werden. Habt ihr euch für ein spezielles Paket euch entschieden für die Hochzeit? Denn es gibt ja verschiedene Hochzeitsvarianten. Habt ihr euch schon entschieden, wie ihr heiraten wollt? Oder also habt ihr euch lange entscheiden müssen, welche Variante ihr euch auswählt? Das würde mich interessieren. Bei Meditus und mir war es halt so gewesen, wir haben eigentlich schon von vornherein gewusst, wenn wir heiraten im Game, dann lassen wir was krachen. Und wir haben ja, glaube ich, dann diese Platin-Version oder diese Deluxe Edition da genommen, oder? Wie war das nochmal, Melli? Ja, also wir hatten auf jeden Fall bei uns auch das volle Programm genommen. Okay. Ja, so war es gewesen. Liegt schon mal länger, ja. Aber unsere Hochzeit war schön. Das haben wir aber auch eher so im kleinen Rahmen gemacht. Aufgenommen habe ich es aber auch, glaube ich. Das Interessante ist, ich habe nämlich von sämtlichen Hochzeiten, wo ich dabei war, habe ich sogar noch Videomaterial. Und ich wollte irgendwann mal so einen kleinen Zusammenschnitt machen von allen Hochzeiten, der ich so beigewohnt habe. Also deshalb mal schauen, ob ich mal auch das zusammen schnibbeln werde. So, Climax hat er geschrieben, okay, kann nicht mehr rein als Gast, trotzdem viel Glück. Wie? Was heißt nicht mehr rein als Gast? Hast du eine Einladung überhaupt, Climax? Also normalerweise muss man jetzt hier schon rein, nee, oder? Warte mal kurz, so. Ich schau mal kurz. Achso, Climax ist zu früh, okay. Ja, Climax ist zu früh, aber der hat eine Einladung, ne? Ja, ja, gut, dann ist ja gut. Passt. So, das heißt, wir warten hier noch. Gut. Habt ihr euch eigentlich was vorgenommen, was gewünscht? Wie schaut's aus, Sternchen? Hm? Was denkt ihr, wie lange wird die Ehe halten? Und das Interessante ist ja wirklich, dass ihr euch ja beide bei mir im Livestream kennengelernt habt, ne? Ist das richtig, Sternchen? Und Cyborg, schreibt mal rein. Ist das richtig? Ich glaube schon. Ihr habt euch hier kennengelernt. Und seid ihr auch seitdem ja sehr aktiv zusammen am Zocken? Oder wie ist das so? Oder ist es einfach nur so eine Scheinhochzeit? Ich weiß ja nicht. Könnt ihr mal gerne reinschreiben. Ich weiß ja nicht, hat ja wirklich eine Menge sich getan die letzte Zeit. Und ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und an der Stelle auch die Frage an euch da draußen, wer hat denn noch so von euch geheiratet? Also, was haltet ihr generell von diesem ganzen Hochzeitgedöns? Sagt ihr, das ist vollkommen okay? Oder nee, das brauche ich nicht, was soll das denn? Das ist ja vielleicht nur was für Roleplayer und sonst ist es ja eh total nicht sinnvoll. Und schreibt mir auch mal eure persönliche Meinung mal rein diesbezüglich. Ich muss ja sagen, ich finde es recht nett. Also zu WoW-Zeiten gab es eine Hochzeit und nicht. Und ich glaube auch selbst jetzt gibt es in WoW keine Hochzeiten. Und ich habe auch bis jetzt kein anderes MMO gespielt, wo es das auch gab. Und deshalb war es für mich Neuland und hat mich neugierig gemacht und bin eigentlich sehr positiv angetan, weil es halt auch so noch ein nettes Goodie hat. Einerseits den Ring halt, den man bekommt, aber natürlich auch das Mount, was man bekommt. Je nachdem, was für ein Paket man wählt, gibt es ja auch ein Hochzeitsmount. Also wie gesagt, schreibt mal rein, wie ihr es findet, persönlich die Hochzeitsthematik und ob ihr auch schon geheiratet habt und ob die Ehe noch besteht oder auch schon in die Brüche gegangen ist. Das würde mich interessieren, ob es auch so Statistiken gibt hier von Square Enix Seite aus, wie hoch so die Scheidungsrate ist jetzt hier von Final Fantasy Spielern. Mich würde es echt nicht wundern, wenn es selbst darüber eine Statistik gibt. Vielleicht kommt das immer so Ende des Jahres, wo dann mal dass so das Thema unnützes Wissen rauskommt von Square Enix. So ein paar Nebenfakten. Wäre mal sehr interessant zu erfahren. Ob das so ein bisschen übereinstimmt mit der Scheidungsrate auch im Real Life, ja. Also da gibt es ja auch schon Statistiken, wie viele Leute sich scheiden lassen und im Jahr und im Durchschnitt. Und ob das dann irgendwie so im Einklang ist hier mit den Ingame-Scheidungen. So, gut. Climax hat auch noch eine Einladung in die Hand gedrückt bekommen. Perfekt, Climax, super. So. Cyborg hat geschrieben, er heiratet nur bezüglich des Mounts, also eine Scheinhochzeit. Ach so, ist das also. Wenn das Sternchen erfährt, unglaublich. So. Dann haben wir noch hier Outrader hat geschrieben, bin zwar geschieden, aber habe damals am 1.1. um 8 Uhr geheiratet. Wirklich am 1.1. Im nüchternen Zustand, Outway, oder warst du angetrunken? Und das war auch so eine spontane Hochzeit, so Las Vegas-Style. Kannst du mir reinschreiben, Outway? Am 1.1. Sehr interessant und ein sehr spezielles Datum. So.
Und Astazel hat dir gefragt und geschrieben, kann man auch mit Stufe 1 heiraten? Boah, ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, also mit Stufe 1 alleine hier hinzukommen, das wird schwierig, denn ich glaube, da wirst du halt instant vom Mob umgeklatscht. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, welches Questgebiet das hier ist, welches Level das hat. Aber da die Fates um die 20 gerade hier sind, vermute ich mal schon, dass du zumindest Level 20 sein solltest, damit du lebend zur Kathedrale kommst, weil sonst kannst du dich direkt irgendwie beerdigen lassen und einäschern lassen. Das ist hier nicht Sinn und Zweck. Und Diginerz schreibt auch gerade, nein, man muss Stufe 50 sein. Wäre interessant, das wäre eher so ein Spießrutenlauf. Ja, nach dem Motto, nur wenn beide Partner lebend mit Level 1 hier ankommen, sind sie auch der Ehe würdig. Das wäre auch sehr interessant. So ein Spießrutenlauf. Das wäre dann so die Competition. Nein, also Stufe 50 muss man sein. Danke auch da für die Rückmeldung an Diginats. So, Sternchen hat geschrieben zum Thema, ob sie viel zusammen machen auch hier, also Cyborg und Sternchen. Und sie schreibt, ja, wir machen schon viel zusammen, aber durch seine Schichtarbeit kann es passieren, dass wir uns verpassen. Ja, aber was denkt ihr persönlich realistisch? Werdet ihr jetzt, wird die Ehe lang halten oder denkst du, ihr werdet euch die Haare bekommen? Und wie ist es eigentlich? Agiert ihr eher nur im Ingame halt hier, so chattet ihr miteinander oder habt ihr auch schon sozusagen im Teamspeak Kontakt eigentlich aufgenommen und seid da am Schreiben oder nicht am Schreiben, am Sprechen? Also quatscht ihr schon so und harmoniert das auch oder läuft das alles nur über den Chat ab? Könnt ihr auch mal reinschreiben. So, und sie haben getrennte Wohnung, schreibt gerade Sternchen. Ja, gut. Also eine Art Fernbeziehung mit Hochzeit. Okay. So. Und Gizmi hat auch geschrieben, man muss ja nicht zum Dom der Einkehr. Man muss, man macht ja zusammen die Pilgerreise. Ja. Kann man ja machen. So. Und Outwear schreibt gerade, dass Sternchen und Cyborg sich bestimmt in die Haare bekommen. Herrlich. So, Sternchen hat geschrieben, niemals. Wir hocken nur gerade mit Geimo und Outwear im Teamspeak. Ach, so ist das also. Ja, ist doch schön. So, und die Hütte wird immer voller, Leute. Wir werden immer mehr. Sehr geil, Leute. Freut mich. Das freut mich nicht nur für mich persönlich, sondern es freut mich natürlich viel mehr für die Jolly und den Cyborg. So, wie ist denn jetzt? Können wir jetzt hier eigentlich hier schon mal reinmarschieren oder geht das echt erst ab Punkt 23 Uhr? Wir können ja mal versuchen, mal hier schon mal reinzukommen. So. Da haben wir den Reno Yanagami. Hat sich auch verkleidet. Ein Schokobo und ein Schwein. Das ist aber eine schöne Kombination. Das muss ich mal kurz am Rande erwähnen. Dem winke ich mal. Es wird eine sehr tierische Hochzeit. So, gut. Also schauen wir mal. Die werte Dame sagt Folgendes: dieses imposante Bauwerk ist die Elfenbeinkapelle. Ein heiliger Ort, an dem der ewige Bund geschlossen wird. Zwei füreinander bestimmte Seelen bekennen sich im Kreis ihrer engsten Vertrauten vor den Göttern zueinander. Romantisch, nicht wahr? Ja, ist es. So, was haben wir hier? Ich habe eine Einladung und möchte als Gast an der Zeremonie teilnehmen. So, was ist hier los? Es tut mir leid, aber deine Einladung scheint nicht für die gegenwärtige Zeremonie zu sein. Bitte lies nochmal genau nach, wann die Zeremonie stattfindet, zu der du eingeladen bist. Okay, also wirklich erst ab 23 Uhr. Das heißt, wir haben noch 6 Minuten. So, war meine Einladung. Da ist sie genau. 1.10.2016, 23 Uhr. So, da stelle ich auch mal die Frage an Jelly, ach nein, Jelly, an Jolly. Wie schaut es bei dir aus? Hattet ihr Probleme mit der Reservierung des Tages und der Uhrzeit? War alles frei oder war das der letzte Termin am Samstag? Ich weiß noch, bei uns war das echt eine lange Wartezeit. Ich glaube, so 2, 3 Wochen mussten wir warten, bis wir heiraten konnten, die Melitus und ich. Aber hat ja dann auch alles funktioniert. So, gut. Und Diginerz hat noch geschrieben, 5 Minuten vorher kann man rein. Aha, okay. Ja, wir stehen hier so ein bisschen rum, Leute. Aber dann geht's gleich los. Und dann werde ich mal schauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, können wir dann nachher nochmal ins Haus. Weil bei mir ins Haus eine kleine Party schmeißen und ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen. Denn dann würde es auch schon so langsam dem Ende zugehen. Ich weiß nicht, wie lange die Hochzeit konkret geht. Aber ich denke mal schon auf jeden Fall so um die 20 Minuten, wenn man das alles so ganz langsam angeht und ohne komplett alles durchdrücken der Dialoge.
Sternchen hat noch auf die Frage geantwortet, bezüglich, ob sie auch gemeinsam im TS sind und so weiter. Und Sternchen hat geschrieben, niemals. Wir hocken nur gerade mit Geim und Auto im TS. Ja, das sind so Momente, wo man weiß, die Melitus hört nochmal nicht zu. Denn das habe ich auch eben schon vorgelesen. Melitus, muss man sagen, für die Leute, die jetzt gerade einschalten, die ist etwas krank, etwas neben der Spur. Die weiß nicht, was der Sarina so sagt und wiederholt das gerne mal. Mir fehlt einfach Rin. Ich muss jetzt hier gerade die Rolle von Rin einnehmen. Das ist der Grund. Nee, keine Ahnung, ich bin heute echt ein bisschen neben der Spur. Sorry. Das ist echt geil, weil jetzt habe ich gedacht, die Rin ist nicht da und dann hört mir jeder zu, oder zumindest auch die Melitus hört mir zu. Und das ist irgendwie so eine Krankheit, oder? Das ist, Rin ist nicht da, man denkt, okay, läuft alles gut und dann hört die Melitus nicht mehr zu. Also irgendwas ist hier irgendwas kaputt, ich weiß auch nicht. Das ist schon merkwürdig. Das ist schon sehr strange, aber naja, wir machen das Beste draus. Das bleibt wohl bei uns hier, bei mir im Livestream so ein Running Gag, dass mindestens eine Frau im Livestream nicht zuhört. Tja, und Gizmi schreibt's, genau. Normalerweise hört Rindy zu. Ja, heute Melitus. Die wechseln sich ab. Genau, und Guy mit Timer ergänzt noch, Melly ist eine gute Vertretung für Rin. Gott. Ich sag's euch, beim nächsten Livestream sollte die Rin dabei sein, weil ich natürlich hoffe, dann wird's wieder so sein, dass die Rin mir nicht zuhört, aber dafür die Melitus wieder komplett anwesend ist. Gut. Jetzt haben wir 22.57 Uhr, jetzt sollten wir nochmal hier reinkommen in die gute Stube, oder? Ich schaue nochmal, ich bin ungeduldig. So, was ist denn los? Glauben wir nicht. Okay, also doch nicht 5 Minuten vorher. Digitas, wir müssen noch, Diginats, wir müssen noch warten. Also bei sowas bin ich echt immer so ungeduldig, ja, wenn ich es kaum erwarten kann. So, was haben wir denn hier? Der Gizzard. Der sieht auch ganz speziell aus. So, haben wir hier. Wir betrachten mal die Besucher. Kazumi-chan. Ja, sehr schön. Halloween-Style. Dann haben wir Raya Taju. Ein kleiner Ladafell, wie süß. Ja, kleiner Ladafell, sehr putzig. Redo Yanagami. Haben wir schon begrüßt. Ja, Penuilo sieht genauso aus wie Gizmi. Gizzard. Hat auch der gleiche Kostüm an. Was haben wir hier? Der Grey Fullbuster. Okay, ja. Interessante Klamotte. Sieht eher aus wie ein Strand-Ausfit, aber so kann man natürlich auch zur Hochzeit gehen. So, was haben wir hier? Neo Shigeru. Man sieht schon hier die ersten Alkoholleichen. Wir haben noch gar nicht so richtig viel konsumiert an Alkohol, aber Neo ist schon am Boden. Guckt euch das an. Der Schokobo im Weihnachtskostüm hat einfach schon so viel gebechert. Er ist am Boden. Kann man nichts machen. Vielleicht müssen wir gleich mal schauen, dass wir ihm irgendwie mal eine Heilung geben. Kann ich auf Gelehrten switchen und dann heile ich mal Neo. Mal schauen, ob es denn hilft. So, was haben wir hier noch? Da haben wir Kyle am Start. Uiuiui. Heieieiei. Kylie. Das sieht echt hübsch aus. Auch wenn die neuen roten Augen mir ein bisschen Angst einflößen. Aber sonst sieht es echt, ja, sehr hübsch aus. Hübsche Dame, sagen wir mal. Dann haben wir Seth. Macht Party. Freut sich. Ist wieder total brau gebrannt. War sehr lange auf der Sonnenbank. Ist unglaublich. Schnell leichte Rot, kann man sagen. Aber auch hübsch. So, dann haben wir Cyborg hier auch schon. Oh, auch sehr schön. Im Gegensatz zu Sess ist Cyborg sehr blass. Das ist ein sehr interessanter Kontrast. So, haben wir Lilith haben wir wieder hier. Sehr schöne Uniform. Erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy 8, muss ich sagen. So. Wen haben wir vergessen? Melitus auch ganz putzig natürlich mit dem kleinen Nussfresser. Sehr schön. So, Schokobo haben wir schon. Das passt, haben wir alle. Bunny haben wir auch am Start. Und Sunny. Bunny und Sunny. Geil. Mit dem gleichen Nachnamen. So, dann sind wir komplett, oder? Und Lucy Muda ist natürlich auch sehr hübsch gekleidet. Und dann würde ich sagen, können wir rein in die gute Stube. Wir haben 23 Uhr. Auf geht's zur Hochzeit. Hereinspaziert. Yep. So, dann alle mal rein in die gute Stube. Und dann mal gucken. Also, da sind wir. Ich werde auch mal ein bisschen die Musik lauter machen. Die ist recht leise hier. So, das passt. Also, hier hat sich wirklich nichts geändert.
als Mellitus meine Wenigkeit geheiratet haben, sah es genauso aus. Alles sehr hell und freundlich. So, und hier kann man sich mal schön hinsetzen. So, machen wir hier. Währenddessen stimmt uns hier Digi Steam ein auf diese wunderschöne Hochzeit mit seinem unglaublichen männlichen Tanz. Ihr seht es. Ist unglaublich. Ich glaube, sowas kann auch nur Digi Steam tragen. Nur Digi Steam. Mich wundert es gerade ein bisschen, dass Digi Steam kann es sein, dass du beim Friseur warst. Wo ist dein Bart hin? Du hast eben noch einen Bart gehabt. So ein Schnurrbart. Hast dich extra mal schön gemacht. Nur mal extra rasieren lassen. Interessant. So, aber jetzt geht's auf. Auf die Plätze. So, wo setzen wir es denn hin? Setze ich mich mal hier neben die Mellitus. Und sehr schöne Musik ausgewählt. Kriegst schon mal Bonus von mir. Sehr schön. Das ist die Hildebrand-Musik, fällt mir gerade auf. Mhm. Ja, aber sieht doch gut aus. Die Hütte ist schon mal sehr gut gefüllt. Da bin ich mal gespannt, wie die Hochzeit nun jetzt komplett ablaufen wird. Sehr schöne Deko. Und es geht los. Die Priesterin sagt, seid willkommen im Dom der Einkehr, liebe Gäste. Wir sind hier, um ein wunderschönes Ereignis zu erleben. Wir schließen den ewigen Bund zwischen Jolly Roger und Cyborg. Ritus des ewigen Bundes. Ach, dieses Lächeln. Sehr, sehr schön. Und da stehen Cyborg und Jolly Roger vorne am Altar. Mir kommen die Tränen, sehen sie nicht wundervoll aus, sagt die Priesterin. Ich freue mich von ganzem Herzen, heute vor euch stehen und eure ewigen Bund schließen zu dürfen. Zuerst gebe ich euch die Gelegenheit, eure Gäste zu danken. Ja, wir haben zu danken für die Einladung. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ihr seht wunderschön aus. So, noch nicht mal ist der Bund der Ehe geschlossen, schön wird gefeiert. Sehr, sehr schön.
So, und Salbe hat geschrieben, geile Mogi-Schuhe. So, und Arsenal hat noch ergänzt, GZ und jetzt viel Spaß bei eurer Hochzeitsnacht bei Sarina. Na, mein Bett kriegt ihr nicht, Jolly. Das ist tabu. Es wird bei mir nicht mal ausgefummelt, das gibt's nicht. So, sehr schön. Ich sehe doch viele Leute kommen, das freut mich. Sehr schön, sehr, sehr schön. Oh, hier. Sich alle freuen, die kleinen Schokobus. So, liebe Bundschließende, bitte treten näher. Wir wollen zum Austausch der Ringe kommen. Die Ringe haben den gnädigen Segen der Zwölf erhalten. Seht nur, wie hell sie glänzen. Jolly bietet seinen Seelpartner wirklich einen ganz besonderen Ringe dar. Wie bist du nur so an einem Meisterstück gekommen? Cyborgs Ring kommt ebenfalls vom ganzen Herzen. Ein in Eigenarbeit eingestellt, was eingefertigtes Unikat. Jolly Roger, du musst der glückliche Mann in Eosia sein. Die Bundschließungen haben eine beschwerliche Reise angetreten, um die Zwölf um ihren Segen zu bitten und die... Meine Güte, der Text so schnell! Die Beschwerlichkeiten dieser Reise kennen nur die Seelenpartner selbst, doch außer Frage steht, dass sie... So schnell kann kein Mensch lesen, Leute. Die Zwölf haben in eurem Herzen gesehen und euch ihren Segen gegeben. Der Bund ist in ihren Augen bereits besiegelt. Das ist so abgehetzt. Was fehlt, sind allein eure Worte, euer Eid, mit dem ihr eure gegenseitige Liebe schwört. Jolly Rogers, Cyborg, sprecht frei aus eurem Herzen heraus.
Da haben wir es also geschafft. Der Bund der Ehe wurde geschlossen, unglaublich, zwischen Jolly und Cyborg. Und Kraft meiner Autorität, die 12 mir anvertraut haben, erkläre ich den ewigen Bund für geschlossen, sagt die Priesterin. Sehr schön. Ja, man muss auch ein bisschen ruhiger sein. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht viel reingequatscht hier bei den Szenen. Ich finde, das ist einfach ein Moment, den muss man auch ein bisschen genießen. Einerseits für die beiden ist das recht schön, aber auch so, da muss man nicht viel dazwischen quatschen. Also wundert euch bitte nicht, da ich ja nicht viel geredet habe oder gar nicht geredet habe. Weil ich mich einfach gerade für die beiden sehr freue. Und das ist einfach schön zu sehen, dass da auch wir jetzt mal heute die Zeit gefunden haben, auch das mal für einen Livestream vielleicht, oder was vielleicht, aber das immer, immer in so einem Livestream einzubinden. Und das ist sehr schön. So, jetzt können wir gucken, dass wir so eine kleine Party abfeiern. Jawohl, wir können rein in die gute Stube. Und ich werde mich mal hier auf den Altar begeben und ein bisschen abdancen. Das habe ich immer gemacht bei jedem... Bei jeder Hochzeit. So. Und was ich auch vorschlagen würde, wenn das auch in eurem Interesse ist, Jolly und Cyborg, wir können gerne auch hier ein schönes Gruppenfoto machen. Das habt ihr für die Ewigkeit, für euch persönlich. Und natürlich würde ich das dann auch als, ja, als Klassenfoto nutzen, wenn das für euch okay ist. Denn sowas hat man auch bis jetzt noch nicht gehabt. So. Dann werde ich mich aber währenddessen mal wieder hier umziehen zumindest. So. Ihr könnt es so machen, Leute, wenn ihr möchtet. Jolly kommt rechts nämlich, Cyborg links. Die sollen schön natürlich in der Mitte stehen und der Rest verteilt sich einfach komplett ringsherum. Und für die Leute, die natürlich das... Na warte, vergleiche ich mir auch noch Schweinchen, oder? Ne, ich bleib so. So, das passt. Jolly ist da. Wo ist denn hier Cyborg? 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 Wo bist du? Cyborg, du bist da hinten. Du musst das nach vorne hier. Du musst zu deiner Jolly da vorne. Hier so, da wo der Eimer ist gerade, weißt du? Oder so, genau. Jolly wechselt und Cyber geht nach vorne. Eins von beiden. Ja. So ist es. Ja, es nimmt Gestalt an. Sehr gut. So, und dann, ihr wisst ja, wie der Hase läuft, Leute. So, ich mach da mal diesmal dann. So, machen wir so ein Foto. Alles schön aufstellen. So, ja, das sieht sehr schön aus. Ja. Ich werde Hochzeitsfotograf. Passt. Schön aufstellen. Alle schön Screenshots machen für sich selbst, ne? Ist ja was für die Ewigkeit. Sehr schön. Ich hoffe wirklich, Cyborg und Jolly, ihr seid zufrieden mit der Hochzeit, mit der eigenen. Das hat alles soweit gepasst. So. Das passt. Sehr gut. Jo, was machen wir jetzt, Leute? Jolly, sagt ihr, was ihr noch machen wollt. Wollen wir hier noch ein bisschen feiern? Oder wollt ihr auch dann vielleicht, vielleicht alleine sein? Euch zurückziehen für eure Hochzeitsnacht? Oder wollt ihr zu mir ins Häuschen gehen und da noch einen Abend ausklingen lassen? Wie ihr möchtet. Das ist euch überlassen. Da können wir halt da weiter planen. Aber muss sagen, ihr habt die Hochzeit schön geplant. Also auch sehr von der Dekoration. Das passt alles wunderbar. Und, ich drücke euch natürlich die Daumen, dass auch die Hochzeit jetzt für Ewigkeit sein wird. So, mal gucken, was denn die beiden schreiben werden im Chat. Und deshalb können wir natürlich hier ein bisschen was abfeiern. So. Und Nanoa hat auch gerade geschrieben, auf Phoenix haben wir einen Hochzeitsfotograf. Wirklich. Jetzt ernsthaft? Also so Roleplay-mäßig oder wie? Ist ja der Wahnsinn. Was ist mit der Priesterin los? Die will uns loswerden. Hat geschrieben, es ist Zeit, sie zu verabschieden. Oder habt ihr sie jetzt angesprochen, dass die Zeremonie jetzt vorbei ist, offiziell? Wir haben jetzt alle rausgeportet. So. Scheint so, oder? Ich weiß gar nicht mehr, ob wir jetzt hier rausgeportet werden. So, und Cyborg hat noch gerade geschrieben, Party bei dir, dachte ich. Ja, klar, gerne. Ich fühle mich geehrt, dann die Feierlichkeiten dann bei mir abzuhalten. Das heißt, ich werde es gleich mal einblenden, viele Leute nicht wussten, wo mein kleines Häuschen ist. Da werden wir es dann hinbegeben. Und werden da noch ein bisschen auf die Community-Fragen eingehen. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen rumfeiern. Ich werde dann auch da dementsprechend passende Musik auflegen dann später. Und dann neigt sich auch der Livestream schon dem Ende zu. Ist unglaublich.
Wir haben zwar jetzt nicht so viele Themen abgerappelt, was den Patch 3.4 betrifft, aber es lag, wie gesagt, daran, weil ich jetzt noch nicht so, ja, mich damit auseinandersetzen konnte mit Patch 3.4, weil ich ja auch erst seit gestern aktiv online bin. Und das wird natürlich auch die nächsten Wochen, der da natürlich verstärkt drauf eingehen und noch wesentlich mehr abrappeln. Aber ich fand es heute auch mal einen sehr angenehmen Stream, auch mal mit einer Hochzeit das zu verbinden. Das war echt cool. So, und Arzenaris hat geschrieben, Garuda für Sternchen als Hochzeitsgeschenk legen. Ach so, ja, stimmt, können wir auch machen. Also das ist mir egal. Also Sternchen, was denkst du? Möchtest du mit uns noch Garuda platt machen? So als Abschiedsgeschenk oder als Hochzeitsgeschenk? Als Community-Hochzeitsgeschenk für dich. Und natürlich selber kann auch mitkommen, wenn er Bock hat. Falls er nicht schon in der Gruppe ist. Könnt ihr reinschreiben, wie ihr es möchtet. Ob wir jetzt direkt ins Haus gehen sollen oder nochmal Garuda platt machen sollen. So, hier sehen wir noch die beiden Glücklichen auf den neuen Mount. Was natürlich beide bekommen, nicht nur einer. Sondern beide bekommen diesen wunderschönen weißen Schokobo. Den man auch wirklich zusammen reiten kann, wie ihr es auch gerade hier seht. Falls ihr es vorher noch nicht wusstet. So, und währenddessen begrüßet ihr auch den Purgin. Er ist auch noch am Start gekommen und er schreibt, Hallo, sei gut, Purgin, mach's dir gemütlich, ich hoffe, dir geht's gut. Du hast gerade eine wunderschöne Hochzeit verpasst. Und von der Jolly und von Cyborg. Aber freut mich, dass du auch noch so später Stunde ihn gefunden hast. So. Gut. Dann brauche ich nur kurz die Informationen von der Jolly selbst. Oder wisst ihr mich an, wegen Invite. Dass wir das noch fix machen, dann mit Garuda. Wie gesagt, als Hochzeitsgeschenk unsererseits. So, dann wechsle ich schon mal auf Paladin. So. Glückwünsche von Purgin, das ist nett von dir. Wir hoffen natürlich alle, dass sie eine lange, glückliche Beziehung führen werden, die beiden. So, ein Sternchen ist dabei, hat sie geschrieben. Sehr gut. Gut, warte, dann, wo bist du denn, Jollychen? Wo ist das Jolly? Da Jolly. Die Jolly ist so klein. Da. Ich krieg dich so da einladen. Perfekt. Achso, du musst aus Gruppe rausgehen, Jolly. Und dann lade ich dich gleich ein. So. Mhm. Und Climax hat noch geschrieben, Avenging Garuda müsst ihr alle passen auf die erbeutete Ausrüstung als Hochzeitsgeschenk. Ja, ja, klar, können wir machen. Können wir gerne machen, dass wir passen. Ich glaube, das braucht eh keiner mehr. Also jetzt, außer es sind jetzt komplett frisch neue Charaktere hier, die auch speziell vielleicht für den Style was haben wollen. Aber ich glaube, das ist jetzt mal weniger. So. Wieder die Jolly warte ich noch. Du musst aus Group, da Jolly. Sternchen hat geschrieben, warte, wir müssen noch die Quest abgeben. Also deswegen sind sie noch in Gruppe. So, noch fertig abschließen. Ach so, ja, gut. Dann sagst du Bescheid, wenn du ready bist, schreib sie an, Sternchen. Und währenddessen, genau, Thess kann auch noch helfen, sehr nett einladen, sehr gut. Passt. So, dann noch 4 Sternchen, dann haben wir noch Platz. So, gut. So, währenddessen wir auf Sternchen warten, die machen die Quest noch fertig. Auch für dich nochmal die Info, Purgin, und für all die Leute, die gerade neu dazugekommen sind, möchte ich auch nochmal kurz sagen, dass eine kleine Änderung gekommen ist bezüglich des Livestreams. Purgin, wenn du im Chat mal eingibst, Ausrufezeichen Time Seed zusammengeschrieben, dann kannst du ab sofort erfahren, wie viel Zeit du schon bei mir in meinem Stream verbracht hast und kannst dadurch ein bisschen Punkte farmen, wenn du möchtest. Dann kannst du erstmal schauen, wie oft du schon mal da warst, und auch für mich ist es auch eine sehr interessante Rückmeldung, mal für die Zukunft zu sehen, wer gehört so zu den alten Hasen. Wie gesagt, kannst du gerne mal zwischendurch machen. Das ist halt auch in der Zukunft möglich zu jedem Livestream. Dann siehst du halt, wie viele Stunden du schon am Start warst. Gilt natürlich für alle anderen Leute auch, die dem Stream beiwohnen. Also es ist das hier keine exklusive Geschichte. Gut. Ich warte auf Jolly noch ein bisschen. Wir hatten ein paar Community-Fragen, haben wir noch. Die werden wir aber dann ganz gemütlich im Haus mal abrappeln. Ist nicht viel, aber trotzdem erwähnenswert, würde ich mal sagen. Und das machen wir dann gleich. So, da sehen wir auch schon hier Purgin.
Ja, bist ja gerade dazukommen. Du hast schon mal 5 Punkte gesammelt. Dann haben wir den Arcinarius. Er hat schon 65. Genauso wie auch Nanu hat auch schon 65 Punkte. Vorbildlich, vorbildlich. Ja, wie gesagt, wenn ihr das nächste Mal beim Livestream auch am Start seid, dann kann ich euch ja schon sagen, für die Leute, die den ganzen Abend heute da waren, werden dann auch beim nächsten Livestream einen neuen Rang bekommen. Das habe ich alles mit einem Rangsystem versehen. Und wie gesagt, je nachdem, wie viele Punkte ihr schon sozusagen gesammelt habt hier bei mir im Stream, umso höher steigt ihr im Rang. Und Onkels fragt gerade, was soll ich da nochmal eingeben? Einfach Ausrufezeichen Timeseed. So wie es auch im Chat steht, eingeben, dann bist du informiert. Ja, und der Autor hat schon 70 Punkte. Der Wahnsinn. So, Sternchen ist aus der Gruppe raus. Das heißt, es kann der ihn weiter folgen. Wenn Sternchen hier irgendwo ist. Wo Sternchen? Ich habe Sternchen nicht auf der Friendlist. Warte mal. Achso. Habe ich Sternchen hier irgendwo. Hat mich Jolly mal angeschrieben. Jolly, wo bist du? So, wo sehe ich dich denn? Da habe ich dich in Gruppe einladen. So, da können wir auch wieder als Teilgruppe machen, oder? Das geht ja doch auch, oder? So, Kyle muss nur kurz AFK flitzen. Das heißt, er hat Druck auf der Leitung anscheinend. Glaube ich jetzt mal. Und dann machen wir das jetzt mal gleich. Ich glaube, das können wir als Teilgruppe. Wir sind eh volle Trupp. Dann brauchen wir doch gar keine Teilgruppe machen, oder? Was macht das für einen Unterschied? Egal. Kriegsstufe deaktiviert. Sollte so passen, oder? Kurz mal bitte die Rückmeldung. Reicht das, wenn wir für die Jolly das als Teilgruppe absolvieren? Oder muss das als eine reguläre Gruppe sein? Nee, ist egal, oder? Würde ich mir behaupten. Ist egal. Oder, ja, Routine braucht Jolly eh nicht. Und, die Beute bekommt sie eh. Also, das haben wir eh gesehen. Man bekommt ja trotzdem Loot. Nur halt keine EP. So, dann mal kurz eine Bereitschaftsfrage. So, kurz Bereitschaftsanfrage, passt. Reicht als Teilgruppe, das schreibt auch gerade Outfit. Danke für die Rückmeldung. So. Und dann Noah hat noch gefragt bezüglich der Ränge, die jetzt bei mir eingefügt wurden. Hat gefragt, ich vermute mal, es gibt keine Vorteile gegenüber niedrigen Rängen. Nee, also es gibt keine Chat-Vorteile, nee, die Leute scheinen im Chat genauso auf, wie wenn sie jetzt 0 Punkte hätten. Wenn der eine 200 hat und der andere 0 Punkte, das macht keinen Unterschied. Es macht halt nur einen Unterschied, falls ich dann mal, warte mal kurz, wir müssen normal Garuda, oder, haben wir gesagt? Müssen wir kurz konzentrieren. War normal, oder? Warte, ich schreibe kurz. Normal Garuda. Garuda. Alter. So ein normaler Garuda. Ich glaube schon. Warte. Garuda. Und dann gehe ich mal auf deine Frage ein. Zenit Garuda. Also, Zenit schon. Okay. Passt, passt, passt. Zenit Garuda. Auf geht der Spaß. Gut, jetzt nochmal Nando. Sorry. Also, von Ring gibt es keine Vor- und Nachteile. Nein. Nur der Hinsicht, sollte ich irgendwann mal, was vielleicht passieren kann, meine Verlosung machen von irgendwelchen Sachen, von Gamecards oder irgendeinen anderen Sachen, dann werden natürlich eher die Leute dann berechtigt sein, an dieser Verlosung teilzunehmen, die schon seit langem ein Teil des Ganzen sind, weißt du? Ich möchte damit halt verhindern dann später, dass Leute vielleicht dann an solch einer Verlosung teilnehmen, die gerade das erste Mal im Stream dabei sind, weißt du? Das ist einer der Gründe, warum ich auch so ein Rangsystem jetzt eingefügt habe. So, warte kurz mal, Musik wird leiser. Ist ja Wahnsinn, wie los gerade ist. So. So, Bereitschaftsfrage, kurz nochmal, auch wenn alle da sind. Da machen wir einen Cooldown. 5 Sekunden. Auf geht es. So, passt. Gut, und nochmal die Information an alle Leute da draußen. Wir werden natürlich schauen, dass wir auch in den nächsten Livestreams ein bisschen mehr aktiver mit euch zusammen was machen wollen. Also seid mal gespannt. So. Jetzt ziehen wir mal so zurück. Hab natürlich jetzt nur einen Tank, aber das sollte kein Problem sein. Der Damage ist gut genug.
bis... So, und dann nur hat er geschrieben, ah gut, denn ich kenne jetzt Shima, die Vorteile geben bei höheren Rängen. Ja, sicherlich, kann man machen, ne? Aber ganz ehrlich, zumindest ist es in der nächsten näheren Zukunft nicht so angedacht. Ich muss mich auch zuerst mit der ganzen Thematik beschäftigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja so viele Möglichkeiten hier mit den Livestreams. Ob es jetzt Einblendungen sind, wer einem folgt, dass man so schauen kann. Oder dann auch mit Donation-Funktionen, all so Sachen. Das kann man alles einrichten, aber ich gehe das alles ganz langsam an und zumindest ist es nicht angedacht, dass irgendwelche Leute mit höheren Rängen massive Vorteile hätten. Also das ist nicht geplant. Klar, was vielleicht im Jahr ist oder so, wie sehr ich das noch weiter ausbaue im Livestream, könnte es dann da zu Änderungen kommen, aber zumindest so ist es jetzt mal der erste Schritt halt, sich da ein bisschen reinzufinden, die ganze Thematik. So, das war's schon gewesen, wir passen mal wieder Jollychen. So, ja, GZ, dein Hochzeitsgeschenk, Jolly. Oder euer Hochzeitsgeschenk. Und wie auch schon erwähnt, mit diesem Chloes Abenteuer-Büchlein da, da kann man sicherlich auch bei den nächsten Livestreams das auch im Stream machen. Ist, denke ich mal, recht entspannt mit ein paar Leuten. Und wenn es als Teilgruppe eh so machbar ist, ist es ja echt optimal, ganz ehrlich. Das ist ja wirklich sehr tiefenentspannt dann. So.